Ich schaue nochmal im Dorf noch vorbei, ob es hier noch irgendwas gibt von neuen Quests jetzt. Meine Augen sind jetzt eh schon rot. Interessanter Standort. Jo. Leute wie dich können wir. Das ist geiler Sch. Da fühle ich mich gleich. Hey, du willst sogar das. Ja. Ja, Mann, das ist. Sag ich. Ich mag den Typen nichts. Schaut nichts ist aus, ja als gibt es nett, noch was. Nöp, gibt es hier nichts zu tun in der Zwischenzeit. Okay, können wir arg behilflich sein. Ja, wo war ich? Wir sind am 28. Februar. Ich werde vielleicht das Spiel doch noch fertig kriegen, bevor der Release-Date anfängt. Das könnte leicht passieren noch. Um 19 Uhr am 1. soll es ja passieren. Ich möchte. Kein. Werkbank. Glaubt der Kleriker. Okay. Warum nicht? Schaut, leuchtet hinaus. Wir haben ja jetzt ein bisschen Geld. Passt, passt, passt. Und weiter. Weiter Richtung Mission. Was sagt die Karte? Links. Ah, ich sollte teleportieren. Das sagt die Karte. Beim Converti vorbei. Da lebt ja wieder was. Nice. Okay, wir werden uns wieder durch den Konverter durchkämpfen müssen. Bei den kleinen Viechern vorbei. Und dann einen Arsch seinen Kopf holen. Was er wohl damit vorhat, man weiß es nicht. Oh shit. Oh shit. Das war nicht das Beste. Mist, Mist, Mist. Mist, 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 Mist. Auf den Kampf war ich noch nicht vorbereitet. Oh. Schauen wir, dass wir hin mal keinen Schaden nehmen. Okay. Oh, das fängt doch gut an. Sie haben mir da wieder einen Boss gespawnt. Das ist ja nur das dritte oder vierte Mal, dass ich da durchlaufen probiere. Schauen wir gleich mal, dass wir richtige Ausrüstung einsetzen. Zuerst ausrüsten, dann. Drohnenkontrolle. Hier. Körperschild. Hier. Okay. Das Risiko, getötet zu werden, ist hier besonders hoch. Ja, schau, geht doch besser. Okay, weiter Jungs. Zum nächsten Fight. Ach, dieses Viech. Habe ich schnell eine Heilung? Kleiner Heiltrank. Mein Team noch da. Meine Körperrüstung ist auch noch da. Okay. Die Körperrüstung ist jetzt weg. Die Drohne ist noch da. Nutzen wir aus. Er schießt einfach aus der Luft hinaus. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Evasive Maneuvers. Gute Arbeit, Drohne. Gute Arbeit. Gleich mal einen kleinen Easy Fight.
Korn ist noch dabei. Oh wow. Oh wow. Da geht's ja schon weiter. Oh, er muss sehr effektiv sein. Ja, Mist. Mach weg das kleine Ding, Ax. Bevor ich wieder nutzlos auf Gosche bekomme. Na, geht doch. Was haben wir hier drüben? Das schaut doch wieder nach mehr Alps aus. Uhu. Kampfmaschine. Ist auf jeden Fall nicht gut. Keine Munition mehr. Was ist hier gerade passiert? Oh, wow. Liegt der Typ, der klitscht einmal in der Lua. In der Lua rum. Was? Jetzt auf der Rumpa rum zu campen. Oh wow. Wäre nicht schlecht, wenn du angreifst. Oh wow. Arg. Arg. Mach Schaden. Die spammen da einfach Flammenwerfer. Die Pokémon-Attacke. Ach du. Wow. Hat gut aus mit meinem Leben. Kann sich sehen lassen. Uff. Die Mission heißt, Köpfe müssen rollen. Aber der einzige Kopf, der rollt, ist meiner. Und da drüben geht es auch schon weiter. In was für ein Gebiet bin ich da jetzt reingestoßen? Oh boy. Ich habe nicht so viel Loot mit. Ich habe nur die Jause. Nur Jause habe ich mit. Oh wow. Oh wow. Mit meiner Trank. Oh, einen großen Wurstteil damit. Invasion Soldat. Was auch immer das heißen soll, angreifen heißt es für mich. Darum geht's schon weiter, es sind noch mehr Leute. Okay. Locken wir sie einen nach dem anderen her. Na, warte. Das macht so viel Feuerschaden. Ja, ich sollte mich auf Nahkampf vorbereiten.
Ohne Verstärkung sollten wir hier nicht lange bleiben. You don't say. You don't say. Oh. Macht Stoß. Ah, den haben wir gerade. Wenn wir die Macht wählen, dann links rüber. Oh boy. Ich bin auf jeden Fall nicht vorbereitet auf diese Kämpfe. Ich habe Machtschluss schon Ewigkeit nicht mehr eingesetzt. Seit einer Ewigkeit. Ich weiß gar nicht, wie das Ding fährt. Okay, die kommen. Okay, es hat eine Abklingzeit. Auch das habe ich verschwendet. Jetzt weiß ich wieder, wie es läuft. Es hat eine fette Abklingzeit. Setzt eine Superattacke ein. Das läuft gerade nicht so. Wir haben den Kampf überlebt. Werde ich mich schon mal auf die Schultern klopfen. Da oben sind noch weitere. Wow, 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 wow. Okay. Macht will es Ground Pounds. Der andere ist der Super Punch. Habe ich nicht gebogen? Mit welcher Schuss? Da habe ich ein bisschen was. Und wo sind meine Heiltränke? Kleiner Heiltrank, warum nicht? Ich bin nicht gut genug. Das war doch Friendly Fire, hallo? Okay, Geistersinne brauche ich nicht verwenden gerade. Nehmen wir lieber fette Tränke, fette Tränke. Was sind die guten Sachen? Wachmacher, Stahlhaut, Stahlhaut. Stahlhaut wird verwendet. Ich meine, die anderen sind abgehaut, das hat mir wahrscheinlich hier den Po gerettet. Oh, ich bin noch nicht bereit für diese Zone. Ich glaube, da wäre ich nicht so schnell fertig mit dem Spiel, wenn das hier so zart ist. Und was für ein Kampf begebe ich mich da jetzt? Ich bin vielleicht ein bisschen gut genug. Oh je. Yeah. Das ist was Fettes. Das brauchen wir gar nicht bekämpfen. Das schaut nach was Fetten aus. Da geht schon weiter. Oh, was können wir mehr links reinstecken? Lebenssaft. Naja. Mein Ding ist ja noch aktiviert.
Jetzt ist mein Ding nicht mehr aktiviert, wenn es Stahl hat. Okay. Feuerteufel können wir probieren. Wenn die Feuerdamage haben, werden wir gleich sehen. Oh. Ah, die Kavallerie kommt. Den falschen Mann gelockt. Run, Boy, run. Oh, es wird nichts mit dem Rennen. Oh. Dass das vorher mich auch noch stand. Mann. Mach das Ding weg, bevor die Kavallerie kommt. Kommt schon die Kavallerie. Kann ich speichern. Mist! Mich da jetzt reingehauen. Oh, ja. Ist da Unterstützung gerade eingetroffen? Gott, so fast. Riecht nach Tod. Ja, das riecht es. Rückzug ein bisschen. Es riecht definitiv nach Tod. Okay, wir müssen Mr. Flammenwerfer ausschalten. Den brauche ich noch. Wegen deiner Verfolger. Ich habe Bartoks Schädel. Da ist das gute Stück. Der wird niemandem mehr Schwierigkeiten bereiten. Gebt mir etwas Zeit.
Hier habe ich den Code zu einem Schloss im östlichen Konverter in Xakor. Uns das... Vielleicht... Ganz passabel. Das ist mein Leben, Mann. Schaut euch mein Leben an. Ich brauche ein Bett. Oder Eisenerz. Na Gott sei Dank haben wir Eisenerz gefunden. Ach du. Oh, davon werde ich Albträume haben. Ob halb ein Bett hier haben. Ich sehe. Der Kampf ist anscheinend noch nicht vorbei. Na Gott sei Dank. Na gut zu wissen. Oh, ich habe das Eisenerz liegen lassen diesmal. Geronimo! Dieser Schnee weckt eine Menge Erinnerungen. Wir sollten vorsichtig sein, wenn wir hier weitergehen. Easy. Was ist das? Ein Teleporter. Easy. Kein Fight. Freund oder Feind? Okay, nur eine Waffe. Komm schon. Das ist ein Viech neben uns, Typ. Gott, der mit. Nein, wir rennen da nicht weiter. Jo, was geht ab, Leute? Party People. Wo ist die andere Mission, die ich machen wollte noch? Wo ich meinen Verstand verliere. Aufnahme läuft. 24 Minuten. Der alte Mann. Gehen wir doch den alten Mann besuchen. Ich fühle mich auch gerade wie ein alter Mann. Anscheinend sollte ich als nächstes wieder die Berserker leveln. Und schauen, dass ich Erzmagier Berserker werde. Nicht das Viech, die Viecher. Kleinen Viecher. Buff.
Wirklich? Ach komm, stirb doch. Oh. Ich glaube, ich werde über die Berge fliegen. Vielleicht habe ich da bessere Chancen, da lebend anzukommen. Nein, du bleibst da hinten, Vetter. Bitte, Typ, du. Oh, ja, das ist keine Loot. Ah, Hawkers. Natürlich. Was wie. Oh, Schlafsack. Kleiner roter Stein ist auch gut. Oh. Okay, wir haben dann wieder Mana drin im Haus. Und Stufenaufstieg. Hey, was wollte ich? Intelligenz und Geschicklichkeit. Oder Gerissenheit. Damit ich mir einen Wolfbegleiter holen kann. Oh, was wollte ich noch? Wartezeiten. Wartezeiten. Was sagt die Karte? Im Tal da unten. Schon gerochen. Rennen wir hier rüber. Oh wow. Ich sehe es. Die Gefahr. Mit Feuer brauche ich bei denen gar nicht probieren. Ihr Feuer ist stärker. Gute Arbeit, Junge. Gute Arbeit. Na. Will ich die Ratten verschonen? Nein. Ratte wird nicht verschont. Ich brauche das Fleisch. Okay. Slow and steady. Klägliche Überbleibsel einer degenerierten alten Kultur. Oh, Doppelkill hat er auch noch erwischt. Oder? Da ist er. Da ist er. Taktischer Talk. Überhaupt geplant. Natürlich war er geplant. Was sonst? Wein brauchen wir genug dann für unsere Tränke. Unsere Heiltränke. Alter. Klingt noch eine Spezialaxt. Wird wahrscheinlich hier verkauft, da ich alles in die kleine reingesteckt habe. Das kleine Energieschwert. Dass ich an. Ich meine, das ist auf jeden Fall das Stärkste, was ich habe. Dann kommt das hier alles weg. Ein Bett. Ja, sag ich dir, die schlafen nicht, die Alps. Natürlich schlafen die Alps nicht. Die Mini-Lutte, die da irgendwo verteilt herumläuft, grau auf grau. Checks. Du Vollspacko. Wärmende Suppe. Okay.
Gehen wir besser weiter, bevor ich mich nochmal hinsetze. Oh, raus hier. Eins werden wir genug haben und das wird dann Fleisch sein. Oh wow, gibt's da unten. Ist da unten ein Easter Egg? Oh, lass es mich nicht bereuen, Alex. Lass es mich nicht bereuen, dass ich nach Loot suche hier. In diesem Rohr. Oh, oh, ein Schwert. Ehrlich gesagt, das nenne ich einen Gewinn. Das nenne ich einen Gewinn. Ohrenschwert und Spalter. Wenn das jetzt eins davon gleich gut wie mein Dreck ist, bin ich schon mal angezipft. Ohrenschwert minus 52. Das ist eine Anfangswaffe. Spalter minus 42. Nein, ich habe meine Waffe schon. Scheit aufgerüstet. Ein Stein fehlt noch drin, ein kleiner Stein. Und Geowatz, oder ein Geowatz. Geowatz, ja. Hier herumzulaufen. Wir wissen es, ja. Ich speichere. Anscheinend muss ich trotzdem drüber fliegen. Das schaut auch nach dem Weg aus. Speichern. Oh. Die Dad. Oh, wahrscheinlich muss ich hier rauflegen auch noch. Das ist ein fettes Viech. Natürlich muss ich hier rauflegen. Ob es da einen Weg durch gibt. Oder nur eine Höhle. Hier war ich auf jeden Fall noch nie drin. Wir wagen es. Bin erkundungsfreudig. Was? Oh ey. Irgendwie komme ich mir vor, als wäre das wahrscheinlich zu viel für mich, was es auch immer sein wird hier unten. Wasser? Wasser. Ich einfach durchrennen vielleicht. Schlechter Zeitpunkt. Alex habe ich gefunden. Ich habe nicht ganz das Vertrauen, dass ich diesen Boss da unten bezwingen kann. Oder das Viech da draußen. Oh. Aber ich muss es machen. Weil ich verrückt bin. Okay. Das wäre ein nasty fight da draußen. Sind da einer da?
Nein. Es ist nur einer. Er will mich. Natürlich will er das. Episode bestraft mich. Wo ist mein Doping? Hier haben wir Doping. Lass mich nur machen. Ich habe sogar verfehlt. Ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Die Episode ist eine einzige Todesmontage. Kommen beide. Okay. Machen wir mal Sicherheitsabstand. Interessiert ihn nicht. Schief gehen können. Gut, dass ist es auch. Mehrere Male ist es schief gegangen. Oh, was soll ich mit den ganzen Magnesiumfackeln? Wollt ihr wirklich, dass ich in die Höhle reingehe? Anscheinend. Schnaps. Heiltrank. Yay. Auch das Bett gar nicht. Wird wahrscheinlich in 5 Sekunden brauchen. Okay, wir müssen hier rauf. Und wir haben schon jeden Umweg probiert. Aber der nächste Bosskampf. Der nächste Bosskampf. Ich hoffe, dass ich bei den Tiertrophäen mir ein bisschen reingecredit habe. Ah, was tust du? Das ist noch eine weitere Spinne. Aufstehen, Axt, nicht schlafen.
Wird doch nur zum alten Alpmann. Oh, es sind viele Spinnen. Wo renne ich entlang hier? Das schaut besser aus. Glaubt es das? Das ist bei der Tankstelle. Oh. Jeder fight gerade, fight um Leben und Tod. Hupf einfach. Oh. Jeder fight ist ein fight um Leben und Tod gerade. Oh. Ich komme vor, ich gehe nur Circus rundherum und das Gebiet, wo ich drin sein muss. Rieche ich da frisches Fleisch? Ja. Gerade gekocht. Was sagt der Koch dazu? Okay. Scarum Horse, Jugs und Arks. Rennen über die Berge, da oben ist wieder was. Da oben ist wieder ein Fight. Was haben wir diesmal? Bergtrolle? Okay, und sich werden gegenseitig bekämpft. Meine Loot. Da werden viele Tierteile verkauft. Bitte nicht über diesen fetten Berg auch noch drüber. Ich muss die Viecher einfach killen, ich brauche die Loot zurzeit. Gebratenes Fleisch. Die einzige Loot, die ich sowieso gerade bekomme. Okay, du als nächstes. Ich glaube, jetzt bin ich. Ja. Na, Gott sei Dank. Oh. Das wird wieder eine Stunde. Na Gott sei Dank habe ich es geschafft. Getötet zu werden ist hier besonders hoch. Nichts. Mit nur ein freundlicher Chat. Where's the old man? Please don't hurt me. Auch große Männer fallen, wenn ihnen die Macht des Elex genommen wird. Karl Zadom, einst geistiger Führer und oberster Berater des ersten Elexitors. Dich hier lebend zu finden, überrascht selbst mich. Es heißt, du seist in deinem Exil dem Entzug erlegen, alter Mann. Ja, Jax. Es war ein harter Weg. Dem labenden Strom des reinen Elex entrissen, habe ich viele Wochen im Fieber und dem Taumel der Zweifel verbracht. Doch am Ende gelang es mir, einen Weg zu finden, damit zu leben. Wie ich sehe, hast du deinen Gang durch die Irrwege der Emotionen noch vor dir, Commander.
Deine Erscheinung verrät mir, dass es dir nicht gut geht. Was ist geschehen? Seit wann interessiert dich denn mein Wohl, alter Mann? Ich sehe keinen Grund, warum ich mich dir anvertrauen sollte. Wir beide sind jetzt Abtrünnige. Verstoßen und verfolgt vom eigenen Volk. Damit sind wir uns näher als jeder andere unseres Volkes. Findest du nicht? Mein Gleiter wurde vor der Vollendung meines Auftrags für die Direktive abgeschossen. Elexitor Kallax ließ mich daraufhin exekutieren. Aber ich bin noch da und ich werde nicht mehr straucheln. Ich will in den Eispalast. Ich will meine alte Stärke wieder zurück. Dann ist deine Lage noch ernster, als ich es vermutet hätte. Wie kann ich dir helfen? Ich brauche Waffen und einen Weg, meine Kampfkraft zu verbessern. Der Entzug hat uns beide geschwächt. Alles, was ich dir anbieten kann, ist mein Wissen. Natürlich. Hilf mir, in den Eispalast zu kommen. Du weißt genau, dass ein nicht autorisiertes Eindringen unmöglich ist. Ohne die richtigen Zugangscodes kommst du nicht einmal über den ersten Verteidigungswall. Die Maschinen in Xarkor vernichten alles, was sich auch nur in die Nähe des Eispalastes ohne Autorisierung verirrt. Dann muss ich mir eben diese Codes verschaffen. Jeder Alp, der uns Abtrünnige lokalisiert, eröffnet sofort das Feuer. Wie willst du, ohne gegen unsere eigenen Leute kämpfen zu müssen, an die Zugangscodes kommen? Irrelevant. Soldaten erfüllen lediglich ihre Pflichten. Ja, das ist unser Weg. Zweckmäßig und logisch. Trotzdem bleibt, dass man sie aus ihrer schwer bewachten Festung und Sicherheit herauslocken müsste, um erfolgreich zu sein. Alpsoldaten, die sich in die Länder der freien Menschen vorwagen, tragen selten die Codes der inneren Bereiche des Eispalastes bei sich. Und das aus guten Gründen. Unautorisierte wie wir haben es damit noch schwerer, in den Eispalast zu kommen. Aber das weißt du ja besser als ich, Commander. Was soll sie also veranlassen, das zu ändern? Die Direktive, der große Plan und oberstes Ziel aller Alps. Das Elex muss weiter gefördert werden. Erst wenn sie die Einhaltung der Direktive gefährdet sehen, würden sie ihre Festung in großer Zahl verlassen, um die Elex-Förderung wieder in Gang zu bringen. Der einzige Weg, den Elex-Strom in den Eispalast von Xarkor zu stoppen, ist es, die Konverter zu zerstören oder zumindest sie abzuschalten. Jetzt verstehst du, was ich meine. Die Konverter sind ebenfalls schwer bewacht. Das sollten sie zumindest. Aber der Einfluss der Alps ist nicht mehr so stark wie noch vor ein paar Jahren. Viele von uns sind hier draußen in den Ländern der freien Menschen gefallen. Einige Konverter sind verwittert oder haben ihren Betrieb eingestellt wie der in Edan. Doch solange noch genug Elex den Eispalast erreicht, wird sich nichts ändern. Deine Verbannung kam für uns Soldaten ziemlich unerwartet. Deine Kraft und dein Einfluss waren für uns andere bis zu dem Tag immer ein großes Leitbild. Im Grunde habe ich die Entscheidung dazu selbst getroffen. Tarek, der erste Elexitor, verfolgt mit den anderen Elexitoren eine Politik, der ich nicht mehr folgen kann. Tareks Logik ist brillant. Jedoch hat sie trotzdem einen entscheidenden Fehler, sodass er das große Ganze nicht mehr klar sehen kann. Und das wäre? Nein, nein. Dafür ist es noch zu früh. Es würde zu nichts führen. Ich bin in die Verbannung gegangen, um nicht wieder die alten Dinge diskutieren zu müssen. Als alter Eremit, wie die freien Menschen mich heute nennen, habe ich hier draußen meinen Platz gefunden. Auch du bist den Idealen der Direktive dein Leben lang gefolgt, aber glaub mir, wenn du nur lange genug hier draußen in der Wildnis verbringst, siehst du vieles mit anderen Augen. Du kooperierst mit den freien Menschen? Für die einen bin ich nur ein alter, ausgebrannter Mann. Ein Eremit, der seinen Lebensabend in den Bergen verbringt. Aber die meisten meiden meine Nähe. Sie verurteilen dich für deine Taten als Elexitor und haben Angst vor dir. Ja, wie ich schon sagte, der Anfang war schwer. Doch die Zeit hat mich vieles ertragen und auch vergessen lassen.
Lass uns noch einmal über deine alte Stellung am Eispalast reden. Ich sagte dir doch bereits, dass ich das hinter mir gelassen habe. Unsinn. Du machst mir nichts vor. Deine Gedanken drehen sich um eine Machtübernahme im Eispalast. So? Und was macht dich glauben, dass dem so ist? Der Separatistenanführer Sestak ist der Überzeugung, dass du einen Krieg gegen den Hybriden planst. Und du glaubst ihm das? Irrelevant, was ich glaube. Die reine Logik sagt mir, dass er recht hat. Es ist offenkundig, dass du mächtiger bist, als du es vorgibst. Ich kenne dich. Du hast noch niemals einfach aufgegeben oder eine Schlacht verloren. Du redest von Eliks Entzug und schweren Zweifeln, die dich plagten, seitdem du hier draußen bist. Doch das passt weder zu deinem Erscheinungsbild, zu deiner Selbstsicherheit noch zu deinem Charakter. Also beenden wir dieses Theater und sprechen Klartext, Saddam. Du hast nie mit dem Konsum von reinen Eliks aufgehört. Du hast irgendwo eine Eliks-Quelle aufgetan und hast deine Kräfte nie verloren. Da spricht wieder der erfahrene Commander, der gnadenlose Stratege und Feldherr aus dir. Was tust du wirklich hier draußen? Gut, vielleicht habe ich ja tatsächlich Antworten für dich. Aber nur, wenn du die richtigen Fragen stellst, Commander. Willst du tatsächlich den Elex-Strom zum Eispalast versiegen lassen? Nur so lassen sich die Soldaten aus dem Eispalast treiben. Der Konverter in Nordabessa ist eine strategisch wichtige Einnahmequelle für die Soldaten. Wenn dieser zum Erliegen kommen würde, wäre das schon ein großer Schritt. Was ist, wenn die anderen Elixitoren von deinem Vorhaben erfahren? Jeder abtrünnige Alp wird früher oder später von den Elixitoren aufgespürt. Die Frage ist, ob wir so lange durchhalten, bis wir stark genug sind, uns gegen sie zur Wehr zu setzen. Du willst einen voll ausgebildeten Elixitor besiegen? Nein, nicht so, wie wir jetzt aufgestellt sind. Jetzt, wo du es erwähnst, seit ein paar Tagen stromert ein noch sehr junger Elixitor vor den Toren von Abessa City herum. Ich glaube, er hat deine Fährte gerochen. Woher willst du das wissen? Nun, du bist ja nicht gerade unauffällig durch Abessa gezogen. Ich denke, es wäre besser, ihn aus dem Verkehr zu ziehen, bevor er Alarm schlägt und seine mächtigeren Freunde herbeiruft. Vergiss nicht, wenn die Elixitoren von deinen Aktivitäten hier draußen wissen, werden sie dir nachstellen. Wie stark bist du wirklich? Wenn du annimmst, dass ich genug Elex besitze, um meine alte Stärke aufrechtzuerhalten, dann liegst du falsch. Ja, ich konsumiere reines Elex. Auch heute noch. Doch reicht es gerade, um nicht dem Entzug zu erliegen. Wirkliche magische Macht findest du hier draußen nur bei den Berserkern. Sind sie denn so stark wie die Alps? Unterschätze sie nicht. Einige von ihnen sind äußerst effektiv. Nur einer der mächtigsten von ihnen auf unserer Seite würde ein gutes Gegengewicht zu den Elexitoren und Commandern der Alps darstellen. Ich hörte von einer Magierin in Abessa City. Möglicherweise eine gute Gelegenheit. Hey, Cha, Kacha. Du kämpfst gegen unser eigenes Volk? Nein, nur gegen die Verblendeten, die nicht verstehen wollen, wie ernst die Situation geworden ist. Es gibt keinen anderen Weg. Ein ganzer Trupp Kampfmaschinen und Soldaten ist gerade auf dem Vormarsch ins Inland im Norden von Abessa. Sie müssen aufgehalten werden. Sonst werden sich die Machtverhältnisse in Abessa zu unseren Ungunsten deutlich verschlechtern. Wo ist deine Armee? Wie viele Soldaten folgen dir heute noch? Du warst immerhin jahrzehntelang ein sehr hohes Tier im Eispalast. Meine Soldaten sind in Xarkor geblieben und stehen heute im Dienste des ersten Elixitors Tarek. Doch ich habe eine Armee. Treue Kämpfer, die für mich in den Tod gehen, um meiner Sache zu dienen. Wo? Geduld. Du wirst sie noch früh genug zu sehen bekommen. Um eine Armee hier draußen aufzubauen, muss man sich der Ressourcen in den Ländern der freien Menschen bedienen. Da fällt mir etwas ein. Es gibt da ein Lager von Flüchtlingen am Berghang zwischen Edan, Abessa und Tavar.
Die Menschen dort sind unabhängig und kämpfen für ihre eigene Sache. Wenn sie jemand mit der Erfahrung eines Feldherrn führen würde, also jemand wie du, könnte aus ihnen eine schlagkräftige Unterstützung werden. Haben wir schon. Helfen dir die freien Menschen bei deinem Plan? Nein, eher das Gegenteil ist der Fall. Es brauen sich Mächte zusammen, die unserem Volk gefährlich werden könnten. Ich hörte von dem Bau einer Bombe, die so hohe Zerstörungskraft haben soll, dass sie ein ganzes Land vernichten kann. Der Duke von Tavar hat sich eigens dafür in seinem Fort ein Labor eingerichtet. Man müsste herausfinden, was dran ist an der Sache und das Problem lösen. Jetzt kennst du meine Pläne. Doch was ist mit dir? Welchen Kampf führst du? Ich will den Mann, der mich in dieser Lage brachte. Ich will Kallax. Für deinen Bruder bist du nichts anderes mehr als ein Abtrünniger. Er hat dich exekutieren lassen. Glaubst du, dass er an einem Gespräch mit dir interessiert ist? Ich werde erst ruhen, wenn er im Dreck vor mir liegt. Dazu müsstest du erst einmal nahe genug an ihn herankommen, ohne von seinen Soldaten und Kampfmaschinen getötet zu werden. Ich werde einen Weg finden. Du weißt, ich kann dir helfen, Jax. Unterstütze meine Sache und ich sorge dafür, dass du Kallax bekommst. Klingt fast so, als hätte ich keine Wahl. Du weißt, ich bin deine beste Option. Ich rate dir, sie zu ergreifen. Du kriegst meine Unterstützung, bis ich habe, was ich will. Also dann geh und kümmere dich um die Dinge, die uns noch fehlen, um die Machtverhältnisse in Magallan zu unseren Gunsten zu verschieben. Und ich werde in Erfahrung bringen, wie wir Elexitor Kallax aus der Reserve locken. Dazu werde ich meine Kämpfer in einige entlegene Winkel von Xakor schicken müssen. Dabei schauen wir auch gleich, wie es um den Eispalast und seine Verteidigungsanlagen steht. Wir sehen uns wieder hier, wenn du alles erledigt hast. Oh. Das Lager der Mitte ist unter meiner Kontrolle. Ich wusste, dass es genau der richtige Stützpunkt für dich ist. Die freien Menschen sind stark, wenn man weiß, wie man sie anführt. Diese Fähigkeit ist dir offensichtlich gegeben. In Ordnung, aber ich habe den Eindruck, dass du noch mehr zu sagen hast. Ich habe eine mächtige Magierin bei den Berserkern gefunden. Ihr Name ist Kaya. Gut. Hast du sie denn schon für unsere Sache gewinnen können? Kaya ist an meiner Seite. Ich konnte die Magierin für unsere Sache gewinnen. Sehr gut. Magische Kampfkraft ist unentbehrlich für unsere Sache. Gut. War das alles? Der Konverter in Nordabessa hat seinen Betrieb eingestellt. Das ging jetzt schneller als erwartet. Ich rechne in einigen Tagen mit einer Reaktion aus dem Eispalast. Du bist auf einem guten Weg, doch es gibt noch einiges vorzubereiten, bevor wir die nächsten Schritte einleiten können. Ich werde hier sein und auf dich warten. Du willst also den Hybriden herausfordern? Das muss für dich klingen wie Größenwahn. Ach, Glatze. Ups. Du hast mich rufen lassen. Es ist Zeit zu handeln. Der Feind hat große Fortschritte gemacht und steht kurz vor der Vollendung seiner Arbeit. Thorat hat sich von seinem Volk getrennt, um es nicht zu gefährden. Der Zeitpunkt ist günstig, ihn allein anzutreffen. Geh jetzt und erledige deinen Auftrag. Die Maschine hat dich immerhin jahrelang unter ihrer Kontrolle gehabt. War ihr letzter Auftrag für dich nicht sogar, Thorald zu stellen, den Pilger und höchsten Anführer der Berserker? Du willst einen Krieg gegen die Maschine führen, die alle unsere Werte festlegt, seit sie unsere Führung übernommen hat? Ja, aber weißt du auch, warum ich diesen Krieg führen will? Ich kann es nur vermuten.
Die Hybridmaschine ist der Grund, dass die Elexitoren die Vormachtstellung im Eispalast erringen konnten. Der erste Elexitor Tarek erfüllt seitdem die Direktive streng nach den Befehlen des Hybriden. Du glaubst, dass wir Alps uns in die völlige Abhängigkeit der Maschine begeben haben, die uns in eine ungewisse Zukunft führt? Nein, sie ist eben nicht ungewiss. Sie endet mit dem Untergang unseres Volkes. Woher willst du das wissen? Die Direktive besagt, dass alles Elex dem Hybriden geliefert werden soll. Die Maschine soll die Vollendung der Evolution erreichen, um den Krieg um die Ressourcen dieser Welt ein für allemal zu beenden. Doch das hat seinen Preis. Alles Elex bedeutet auch alles Elex. Glaubt ihr denn alle noch, dass die Maschine irgendwann zufrieden sein wird? Wenn der Sättigungsgrad des Hybriden erreicht ist, wird sie zur Vollendung der Evolution und wir alle werden an seiner Seite die Welt regieren. So lautet das Endziel der Direktive. Nein, Jax. Der Hybrid wird auch vor uns Alps nicht Halt machen. Wenn wir die Länder der freien Menschen ausgebeutet haben, wird der Hybrid anfangen, sich auch noch das restliche Elex von uns zu holen. Der erste Elexitor Tarek ist zu verblendet von der Logik der Maschine und seiner Macht, um das zu erkennen. Wir werden alle sterben, wenn wir nicht endlich die Wahrheit erkennen. Das bringt uns nicht wirklich weiter. Oh, was? Ohne Verstärkung sollten wir hier nicht lange bleiben. Ach, wir haben nur 20 Minuten geredet. Brauchen wir wirklich eine Verstärkung? Bett, 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 hä? Doppelbett. Hast du Besuch? Typ, dessen Namen ich schon vergessen habe? Evil. Ja, wir machen hier sowieso die Folge aus. Sehen uns dann wieder bei einer anderen Mission. Ich geschlafen, bin müde.